Wenn man über den FK Krasnodar in der russischen Premierliga spricht, dann denkt man in erster Linie natürlich an den Top-Torjäger der russischen Premierliga, Fedor Smolov. Der hat ja schon 10-mal getroffen und ist durchaus im Fokus einiger europäischer Top-Teams. Aber da gibt es auch noch einen sehr interessanten Mittelstürmer in der Hinterhand. Unser Player to Watch, den wir euch näher vorstellen wollen, es ist Ivan Ignatjew. Und der ist gerade mal 19 Jahre alt und hat auch schon in der Premierliga auf sich aufmerksam gemacht. Erzielte in 4 Partien bisher schon 2 Tore und gab eine Vorlage. Besonders gut hat er noch mal agiert im letzten Spiel vor der Winterpause. Da traf er nämlich hier beim 3:1 Auswärtssieg bei AMKA Perm. Wurde da gut in Szene gesetzt, hier weitergelegt und dann ist er da, wo ein Mittelstürmer sein muss. 1,80 Meter groß. Ist auch schon für die russische U19 und U21-Nationalmannschaft aufgestellt worden. Er hat in dem gleichen Spiel auch noch eine klasse Vorlage gegeben, hier auf Claesson, den Schweden. Der traf dann zum 3:0. Und ein ganz wichtiges Tor hat er auch schon gemacht. Das war am 5. Spieltag, da war es noch ein Tacken wärmer beim 3:2 Auswärtssieg bei Ahmad Grosny. Da traf er in der Nachspielzeit zum 3:2 Endstand. Also durchaus torgefährlich. Das hat er nicht nur in der Premier Liga gezeigt mit seinen 2 Treffern in 4 Spielen, sondern auch in der UEFA Youth League. Da traf er nämlich 10-mal in 5 Partien. Für Krasnodar war Endstation in der Zwischenrunde. Nach Elfmeterschießen, da traf er nicht gegen Real Madrid, die U19-Mannschaft. Also ein sehr interessanter Spieler. Marktwert schon bei 700.000 Euro und ist auch gerade erst im Januar 19 Jahre alt geworden. Und dieses Spiel gegen Madrid, ja, wir haben den Player to Watch. Und ihr wisst, dass ihr nicht die Einzigen seid, die ihn angucken. Denn 32.510 Zuschauer, das war damals Rekord für ein UEFA Youth League Spiel im Krasnodar Stadion. Ihr habt ihn jetzt auch gesehen. Unseren Player to Watch, Ivan Ignatjew von FK Krasnodar.